Hat der blöde Hund schon wieder Urlaub? Sagen jetzt wahrscheinlich ein paar Leute. Aber ich habe noch mal eine Woche Urlaub jetzt im Oktober und will einfach hier in der nicht so weit wegfahren, einfach mal eine Runde und mir zwischendurch noch ein bisschen was angucken oder noch mal ein Stückchen irgendwo laufen gehen. Bordeauxchen juchen. Allerdings habe ich mir schon eine kleine Erkältung eingefangen. So richtig gut ging mir heute den ganzen Tag gar nicht. Deswegen habe ich mich jetzt auch mal eine Stunde ins Bett gelegt hier schon. Ich bin nach der Arbeit jetzt hier bloß ins Striegichtal gefahren, wo ich schon mehrfach hier geschlafen habe auf der alten Eisenbahnbrücke. Das ist ein schöner Ausgangspunkt, da bist du nach der Arbeit ziemlich schnell hier und bist dann, wenn du losfährst, spare ich mir den ganzen Weg aus Dresden raus und Ja, schade. Ich hatte mir fürs Handy mal geholt als Mikrofonlösung. Habe ich zwei so eine Ansteckmikrofone und einen Bluetooth-Empfänger dazu. Geht am Handy ganz gut. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, das geht mit meiner Kamera auch. Aber leider nie. Aber Tonqualität von der Kamera ist das sowieso schon bedeutend besser als mit den kleinen einfachen. jedenfalls habe ich mir jetzt noch mal eine Woche freigenommen und bin heute am Freitag nach der Arbeit schon mal ein Stück weggefahren. Ich stehe jetzt im Striegichtal an der stillgelegten Eisenbahnbrücke, an der ich schon ein paar Mal geschlafen habe. Habe wieder nichts Spezielles geplant, sondern ich werde immer mal ein Stück fahren und mir da in der Gegend irgendwas ansehen oder ein paar Geocaches suchen. Allerdings habe ich mir scheinbar eine kleine Grippe eingefangen. Heute geht mir es nicht so besonders. Hab vorhin, als ich hier ankam, erstmal einen Kaffee getrunken und mich dann noch mal eine Stunde ins Bett gelegt. Nachdem ich jetzt eine kleine Runde geschlafen habe, geht mir es wieder etwas besser. Ich werde jetzt ein bisschen an dem Video basteln, Armbrot essen und mich heute doch mal ein bisschen Zeit schon ins Bett verkriechen. Bin gerade hier am gucken, was so los ist in der Gegend und so. In Leipzig sind Pornologentage. Nee, heißt Pomologe. Und weil ich Pomologe auch noch nie viel anfangen konnte. Na gut, hier steht's ja. Pomologentage und Apfelsortenausstellung in Gortitz. Jetzt habe ich aber trotzdem mal gucken müssen, was Pomologe ist. Also Pomona ist die Göttin der Gartenfrüchte und die Pomologie ist die Obstbaukunde. Der Begriff Pomologie wurde 1758 von Johann Hermann Knop in seinem Werk Pomologia geprägt. So abwegig ist mein Verleser gar nicht. Als ich gerade noch mal schnell googelte, fand ich das. Ehemaliger Pornostar gründet Universität Pornografie. Ja, hab jetzt gemütlich gefrühstückt. Jetzt ist es um 10. Ja, ich war ja gestern Abend auch schon um 9, halb 10 im Bett. Bin ganz schön erkältet jetzt. Mir ist die Nase ganz schön gelaufen die Nacht. Aber ich werde mich heute Mittag noch mal ein Stündchen hinlegen. Kann ja jetzt jeden Tag ausschlafen. Dann sollte das schnell wieder im Griff sein.
Auf meiner Tour kam ich bei Döbeln vorbei. Da ich mir schon lange mal die Pferdebahn ansehen wollte, fuhr ich in die Stadt. Döbeln ist eine der ältesten Städte Sachsens. Die Region um Döbeln ist seit dem 8. Jahrhundert slawisch durch Sorben besiedelt. Döbeln ist auch als Stiefelstadt bekannt, aber nicht, weil es hier große Schuhhersteller gab, sondern der Name rührt von einem einzelnen Schuhherr, der Döbelner Riesenstiefel. Im 10. Jahrhundert waren die Schuhmacher eine der größten Zünfte in der damaligen Zeit. Den nachfolgenden Text fand ich bei Wikipedia. Um auf ihr Handwerk aufmerksam zu machen, hatten die Handwerkszünfte seit jeher winzig kleine und übergroße Gegenstände angefertigt. Nachdem bereits in Görlitz um 1860 und in Dresden 1914 Riesenstiefel gefertigt wurden, hufen in dieser Tradition 1925 sechs Schuhmachermeister zum 600-jährigen Bestehen der Döbelner SchuhmacherInnen in 750 Arbeitsstunden den Döbelner Riesenstulpenstiefel mit einer Sohlenlänge von 1,85 Meter und einer Höhe von 2,48 Meter. Der dem damaligen Reichspräsidenten gewidmete Hindenburgstiefel wurde nach den Feierlichkeiten vom Döbelner Wettinplatz ins Rathaus gebracht und geriet dort in Vergessenheit. Der Schuhmachermeister Berthold holte ihn dann irgendwann nach Leisnig und restaurierte ihn. Ab 1957 wurde er auf Burg Mildenstein ausgestellt. Döbeln wollte ihn dann wiederhaben und nach einem langen Streit wird er seit 2010 wieder im Döbelner Rathaus ausgestellt. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die Döbelner Pferdebahn, die ich eigentlich gern besichtigt hätte. Es hat außer sonntags und montags jeden Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Sonnabends nur von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Man kann die Pferdebahn auch buchen für Gruppenfahrten. Der nächste öffentliche Fahrtag ist am 4. Mai 2024. Ja, war hier in Döbeln noch ein bisschen was einkaufen. Und jetzt habe ich mich hier bei dem Wehr hingestellt an der Freiberger Mulde und da hier einen kleinen Mittagsschlaf halten. Na, schönes Schläfchen gemacht. Jetzt trinken wir noch einen Kaffee. Die ganze Zeit war hier Ruhe. Jetzt kommen hier schöne
Mexikaner, so wie die aussieht. Reden zumindest Spanisch, so hatte ich den Eindruck. Mexiko wird ja auch Spanisch gequatscht. Was haben die vor? Alle ein Kaltgetränk in der Hand. Na gut. Dann werde ich noch ein kleines bisschen am Video basteln und dann fahren wir ein Stück weiter. Einfach mal frei Schnauze immer Richtung Westen. Ob ich nur, was weiß ich, Richtung Halle, Richtung Harz. Keine Ahnung, mal sehen, wo ich rauskomme. Lebensgestänge ist eine Rinderfütterungsanlage. An die Enden unten wird jeweils eine Kuh mit ihrem Magenring angebunden und es rollt langsam über die Weide. Somit bekommt jede Kuh genauso viel Gras zu fressen wie die andere und es gibt keinen Futterstreit. Auch lassen sich die Ausscheidungen jeder Kuh zuordnen. Und man kann anhand der Zusammensetzung der Kuhhaufen auf eventuelle Krankheiten schließen. Ich habe hier leider auch nur ein Foto gefunden, das bei starkem Regen geschossen wurde. Nee, sorry, kleiner Gag. Das sind natürlich Fake News. Das ist eine Bewässerungsanlage.
bin hier kurz vor Wurzen, direkt an der Mulde und habe hier schönen Platz gefunden. Und da hinten gibt es einen Cache. Da gehen wir jetzt mal hin. Ja, jetzt im Herbst mag das gehen, der Platz. Im Sommer ist er nicht so gut, weil dann früh gleich die Sonne reinknallt. Aber ein Stückchen weiter hinten an dem Baum hat man ja dann auch noch Schatten. Wo hier im Sommer allerdings vor Anglern wimmeln soll. Wer hier hinfahren will, sollte vorher den Platz in der Karte angucken. Das Navi schickt dich auf den Dorfplatz, der ist ein ganzes Stück weiter weg. Da geht kein Weg hierher. Da musste man erst zwischen so ein paar Höfen wenden. Und das müsste das Fährhaus sein da. Da soll man gut essen können. Und eine typische DDR-Bebauung hier. Ein großes, hohes Haus direkt an den Elbwiesen. Ja, und hier hat sich das heute sowieso mit dem Essen erledigt. Ja, die Äpfel mich wieder verarschen. Die zeigt wieder ganz woanders hin. Aber hier geht eine Spur lang. Der Cache hieß ursprünglich Verwunschener Muldentaler Nummer 5. Da die Reihe aber erweitert wird, wurde dieser Cache mit einem anderen Namen versehen. Sollte er heißt das Verwunschene Muldentaler, der Letzte oder die Fee. Bevor wir zum Cache kommen, möchte ich euch empfehlen, die Pratti-Reihe in der richtigen Reihenfolge abzuarbeiten. Macht man nie, weil ich keine große Runde laufen will hier, sondern mir das Stück gereicht hat heute. Ich habe ja immer mit meiner Gruppe zu kämpfen. Es war einmal ein Wandersmann, der zog durch das Land, um sein Glück zu finden. Wonach er allerdings genau suchte, wusste er selbst nicht. Er hörte aber des Öfteren vom Wort Muldentaler. Eines Tages gelangte er in die kleine Stadt Wurzen, die ist gleich hier 2 Kilometer weiter. Winfried wanderte zur Lache, einem Seitenarm der Mulde, neben dem Rauschen des Wassers, hörte er ein sanftes Flügelschlagen. Dieses Geräusch kam von einer zarten Gestalt. Ich bin Eleonore, die gute Fee, und wenn du rein herzens und bescheiden bist, wirst du den Schatz mit dem Muldentalern finden. Doch nimm dir nur einen Taler heraus. Ich hoffe, dass viele Menschen mit reinen Herzen hierher finden. Die Fee flog wieder zurück unter die Brücke und verschwand. Danke fürs Ansehen meines Videos. Klickt bitte auf Gefällt mir oder abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.